Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Reiter und wir sind in Folge Nummer 35 von Oxygen Not Included. Ja, der Mordrak hatte mir geschrieben, ich muss mal schauen, wie unser Zeitplan hier ist und des Weiteren noch, wie die Luft hier denn so ist, ob das schmutzig oder sauber Luft ist. Kann man halt nicht über den Button hier Sauerstoff-Overlay sehen, sondern er meint, das müssten wir dann mal über das Material gucken. Ja gut, dann schauen wir da mal, was wir da so haben und das Ganze nach dem Intro, ne? Bis gleich. So, sieht ja schick bunt aus, ne? Jetzt müssen wir nur gucken, hier ist Wasser. Wo kann man das denn erkennen? Sauerstoff, atembares Gas. Alge. Sehr atembar. Wo ist der Unterschied zwischen nicht atembar? Kohle. Chlorgas. Also ich sehe kein schmutziges hier drinne. Kohlendioxid ist hier. Sauerstoff. Ich glaube, es ist alles sauer. Wir haben sauberen Sauerstoff hier, ne? Würde ich jetzt mal sagen. Okay. Obwohl, ich finde, das hier ist doch Sauerstoff. Das ist doch dunkelblau und das ist hier der richtig schicke Sauerstoff. Sehr atembar. Und das sieht man doch über das Sauerstoff-Overlay. Ich weiß nicht, ob da... Hier sieht man doch den Sauerstoff atembares Gas. Ach, oder ist das wegen den Keimen verschmutzten? Aber den siehst du ja über Keime hier. Da müsste man das ja sehen, ne? Oder? Naja, weiß ich jetzt auch nicht. Ich denke mal, wir schauen zu, dass wir jetzt erstmal den Zeitplan noch anschauen. Da ist der und der ist natürlich jetzt hier überhaupt nur mit Stinky belegt. Und wir müssten noch einen weiteren machen. Ne, Ellie hat auch einen schon. Dann packen wir doch mal Niesbett da unten hin zu Ellie und Frankie kommt da auch hin. Da drei, da einer, dann passt das. Dann sind die Toiletten nicht alle besetzt. Wartezeit ist da, passt. Gut, danke für den Hinweis, Mordrak. Das wäre nämlich wieder mal ganz schief gegangen, in die Hose sozusagen, ne? Oder hier unten dann da reingetropft. Okay, das haben wir. Essen 28.000, ist sogar noch ein bisschen mehr geworden, also ist nicht schlecht. Und was haben wir noch? Und zwar in Sauerstoffproduktion. Okay, das müssen wir dann machen. Erreger, meine Fördersystem-Overlay ist fertig. Haben wir denn noch Forschung an? Ja, haben wir den Teppich letztens gemacht, ne? Sollte auf jeden Fall so sein. Wo ist er denn? Ja, läuft. Einmal da wieder raus. Hier muss noch was weggeräumt werden auf dem Komposthaufen, den wir da haben. Ja, wie sieht es mit dem Wasser aus? Hier kommt schmutziges Wasser an, sollte gereinigt werden und dann da rein. Aber hier ist noch nichts fertig, deswegen läuft es da noch nicht weiter. Schmutziges Wasser kommt ja hierher, ne? Aber wie ist es mit unserer Dusche und dem Auslass? Was haben wir denn da gebastelt? Okay, das läuft dahin. Das ist falsch. Das schmutzige Wasser muss nach hier. Und dann da rein. Das ist schon richtig so. Die Pumpe drückt das hier hin. Wenn ich die da anschließe, drückt es aber nach da, glaube. Oder? Weiß ich nicht genau. Schwierig. Müsste man überlegen, wie das mit so einer Brücke dann ist, ne? Das saubere Wasser wird hier hochgepumpt. Das passt. Sanitär, Rohrbrücke. Wo ist denn jetzt die Rohrbrücke da? Die würde so sein. Weiß ich jetzt nicht. Ich denke, wir müssen das hier mit so einem Auslass. Haben wir den hier auch bei Sanitär? Ein Auslass? Ja, Auslaufrohr. Das müsste mal... hier hin dann. Ja, würde ich da so hinsetzen. Und dann das Rohr dahin bringen, ne? Oh, wenn ich das so baue, brauche ich noch nicht mal irgendwo eine Brücke bauen. Sehr gut.
Okay, dann sollte das da hinkommen. Und dieses hier müssen wir allerdings dann abklemmen. Und das ist ein bisschen schwierig, ne? Weil das dreckige Wasser da rauskommt. Oder wir haben so einen Top-Klempner, der das kann, ne? Nee, warte mal. Boah. Wenn ich das jetzt zerlege, tropft das irgendwo runter gleich, oder? Wir werden es gleich sehen. Zerlegungsauftrag. Macht das schon einer? Ja, es macht einer. Wo läuft das Wasser hin? Da unten. Und aufwischen. Ja, sehr gut, dass da einer gerade wischt. Okay, hier wird ordentlich gebaut. Jetzt die Stromleitung für die Pumpe da unten. Wird ja auch mal Zeit. Ja, das macht keinen Spaß, ich weiß, aber ihr müsst es mal machen, ne? Aber es machen gerade alle das, oder wie sehe ich das? Ist das so eine hohe Priorität? Putzen? Nee, eigentlich nicht. Komisch, dass die das jetzt gerade alle machen. Ist das Rohr denn jetzt leer? Gefühlt hätte ich gesagt, ja, ne? Wir hätten natürlich das hier reinmachen können, ne? Weil hier, wieso ist hier eigentlich so ein Becken? Ach, das haben wir wahrscheinlich schon mal gemacht, irgendwie, ne? Kann das sein? Verschmutztes Wasser. Ja, das müssen wir auch aufwischen dann, oder? Mach mal. Und hier ist kein Aufwischauftrag. Und da ist Essen. Essen ist 29 Morak, das geht. Sauerstoffproduktion war ein Thema, ne? Oxyfarm, immer noch zu warm, ne? 40,2, 41,6. Ist ein bisschen doof mit der Wärme jetzt hier. Ja, wie kriegen wir das hin? Zeitplan, Prioritäten. Die sollten wir vielleicht auch mal reingucken. Da hat sich bestimmt was geändert in letzter Zeit, ne? Bedienung? Macht keiner derzeit. Aber es könnte sie machen. Catalina könnte das auch noch übernehmen. Angreifen wäre Ellie der Top-Kandidat für. Aber eigentlich wollen wir. Komm, wir machen es mal aber so. Lebenserhaltung. Alle gleich. Umschalten, alle gleich. Ist auch keiner, der sich da hervortut. Doktorfähigkeiten haben wir hier besonders gut. Lisbeth war da ja auch im Geschäft. Stinky macht aufräumen. Hier haben wir auch schon jemanden, der aufräumt. Und da haben wir auch jemanden, der aufräumt. Das ist alles gut. Dekorieren haben wir gar keinen. Tut sich auch noch keiner vor, sozusagen. Da ist auch alles gut. Bedienung wäre noch Rennen möglich. Ah, komm, geben wir Rennen. Ach, komm, Rennen braucht das nicht machen, oder? Hier haben wir Landwirtschaft. Ellie, die kriegt da eine 2. Lisbeth, die kriegt bei der Viehwirtschaft eine 2. Und hier haben wir Ellie mit ausgeglichen. Die braucht das nicht machen. Dann eher Frankie, weil Frankie hat sowieso nichts zu tun. Bauen macht er. Und Niesbett. Graben haben wir schon Ellie. Sonst keiner. Versorgung ist hier angesagt bei Stinky. Und Lagerung auch. Und hier haben wir auch nochmal welche. Ja, machen wir so. Mit einer 1. Gut, da haben wir das auch durchgekaut. Ah, da schau her. Da geht einer und macht hier was. Demolierungsfähigkeit fehlt uns da. Okay. Ja, hier unten müsste man eine Leiter weiter runterziehen. Damit das klappt, Strom läuft. Was ist, wie viele Aufträge haben wir denn überhaupt hier? Stressveränderung, okay, 200 entfernt.
Aufträge 414, 151, netto 264. 417 erzeugt. Grabenaufträge viele. Wasser wurde gerade geholt, aber die Pumpe, ja, die wird langsam gebaut, ne? Aber nicht so schnell. Sieht doch erstmal alles gut aus, oder? Was ist das hier jetzt hier? Ach, das ist vom Pufflet, ne? Ja, genau. Ah, hier müssten wir auch noch weiterarbeiten, ne? Die kommen da nicht dran, deswegen können die da nicht arbeiten. So sieht's aus. Dann lass uns doch mal hier und da eine Leiter machen, oder? Kommen die da hin? Ich glaube schon, oder? Ja, da haben sie es ja auch geschafft. Kannst du zerlegen. Und kannst du daneben mal eine neue machen. Vielleicht klappt es mit den zwei Teilen dann von da aus, weiß ich nicht. Müsste man gucken, ne? Bett ist da. Ach so, was mir letztens noch eingefallen ist, wie viele Stühle haben wir denn zwar? Sechs. Sechs Stühle zum Essen. Wir brauchen aber noch einen Tisch mehr. Kantinentisch. Für Niesbett. So, da wird geforscht. Alles ist gut. Toiletten. Toiletten sind immer noch schwierig, ne? Wir müssen definitiv hier... Eine haben wir da ja, ne? Das ist eine öffentliche Toilette, okay. Allerdings funktioniert die ja noch nicht wegen Wasser und sowas. Wasser ist jetzt doch sehr wichtig geworden. Die Leitungen liegen allerdings alle. Zuleitung ist fertig, das heißt, der Strom fehlt hier nur. Strom. Kabel, ach so, das ist... Bis auf das Teil ist schon alles fertig, oder was? Zack, schnell eine 9. Nisbet geht schlafen. Irgendwer ist aufgestiegen oder hat irgendwas gemacht. Ah ne, Forschung ist fertig geworden, ne? Okay, wir können jetzt Wandteppiche machen. Wenn wir Wandteppiche machen, dann machen wir gerade das auch noch. Aber hier gibt es auch noch ein schönes High-End-Bett, ne? Ja, müssen wir überlegen. Aber ich mache jetzt das hier erst. Supercomputer. Jetzt müsste der Strom noch gelegt werden. Dann müssen wir die Toiletten irgendwann noch revolutionieren, ne? Hier ist fertig bei Frankie. So, hier müssten wir jetzt oben mal die Prio gerade setzen. Machen wir mal auf 6, damit das fertig ist. Und dann können wir hier weiter runter abbauen, ne? Nächstes Bett fertig machen oder Zimmer vielmehr. Der Pufflet ist ja schon mal da, ne? Das ist ja schon mal nicht schlecht. Also sie haben nichts zu tun, die machen freie Zeit. Also die Pufflets, die hätte ich schon gerne da weiter vorangetrieben, ne? Na komm, das müssen wir über die Prio hier machen. Ja, die sind hier schon richtig mit dem Dreck wegmachen, ne? Allerdings müssten wir den Schleim umwandeln. Und die Station haben wir noch, glaube ich, gar nicht, oder? Oder haben wir so eine Station? Weiß ich. Ah, die Wasserpumpe läuft. Sehr schön, da muss hier das Wasser gleich ankommen. Ja. Dann können sie auch das erste Mal duschen, allerdings... Taucht nichts, wenn der Abfluss dann verstopft ist, ne? Also Prio 6 auf diese Rohre. Ja. Okay. Ach, guck mal, da war der erste schon gleich duschen, ey.
Und hier machen wir mal auf 3 aufräumen, ne? So ein paar Sachen liegen da ja jetzt. Wie ist das jetzt mit dem schmutzigen Wasser? Bis wo wandert das denn? Ja, jetzt bist du unten vorgelaufen, glaub. So. Dann zerlegen, abbringen. Ne, haben wir schon aufgegeben, den Auftrag, alles klar. So, hier geht's voran. Der Pufflet ist da schon drin, ne? Das ist schon gut eigentlich. Ja. Irgendwas können wir nicht wegbringen. Das ist Erde, okay. Ja, hier wird jetzt schön die Leitung gebaut. Sollte gehen, ne? Da gab es ein Level Up, den nehmen wir gerade noch mit. Ellie hat was gemacht. Ellie kriegt Pflanzenpflege. Ja. Da freut die sich auch, wenn sie das machen kann. Zurück, das war falsch. Ich muss Escape drücken, dann bin ich wieder hier. So. Essen, 28.000, alles ist gut. 7 Dudes, kein Stress, keine Keime oder keine Kranke. Hier wird gelevelt. Sehr schön. Ja, dann würde ich auch sagen, machen wir erst hier wieder einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.